Leute, heute gibt es hier einen kleinen Vlog wieder mal von meiner Seite aus. Und zwar gehe ich heute meine Mangas holen, nehme euch dabei mit und wir backen zusammen ein Paket aus. Oh, die Buchhandlung, in der ich immer meine Mangas bestelle, hat mir geschrieben, dass die da sind, also die Mangas. Schon gestern eigentlich, aber gestern hatte ich keine Zeit. Ich habe aber schon darauf gewartet, dass die ankommen, denn ich habe sie am Montagnacht bestellt und es hieß, sie brauchen mindestens ein, zwei Tage, bis sie da sind. Ich bin wieder da, wie ihr gesehen habt, mit Einkauf. Ja, dann wollen wir das Ganze jetzt mal auspacken. Das erste ist Black Butler 2, auf den freue ich mich richtig, richtig doll, denn da habe ich mich schon fünfmal umentschieden, ob ich mir den jetzt kaufe oder nicht. Der zweite ist ein Einzelband, nämlich Ein wirklich schlimmer Sommer heißt er hier. Ja, dann habe ich hier Zusammen mit dir. Ist ein Einzelband, soll zuckersüß sein. Bin ich gespannt. Dann habe ich Death Note den siebten Teil geholt. Und sie liebt gefährlich. Das ist in einem Folien-Dingsbums eingepackt. Machen wir jetzt gleich zusammen auf. Jetzt weiß ich auch, warum das eingepackt war in die Folie. Das ist nämlich eine Schokocard. Das ist so eine Karte, die kann man sammeln. Ist bei der ersten Auflage dabei. Also hin und wieder. Wenn es von diesen I Love Shoujo ist. Ja, das war der Manga-Einkauf. Jetzt muss ich die Mangas dann noch hier irgendwie einordnen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie unten reinstelle oder oben hin. Auf jeden Fall wird jetzt das Paket ausgepackt. Auf dieses Paket habe ich schon total lange gewartet, denn es ist ein Geburtstagspaket und mein Geburtstag ist jetzt schon voll lang um. Danke an die italienische Post dafür, dass diese Pakete immer bis nach Verona müssen und dann erst bei mir landen. Um das Paket dreht es sich und... Wie genial ist das denn? Wisst ihr, was das ist? Das ist, glaube ich, zum Häkeln. Ein Zeitschriftenkorb zum Häkeln. What's that? Das ist Nagellack. Den kann man bei beiden Seiten aufdrehen. Das ist so ein Schaumdusche, Glücksmomente, Zitronenminze von Kneipp. Und das Lustige daran ist, man sprüht das so. Seit ich das hier gerade eben geswatcht habe, rieche ich echt krass nach Zitrone. Den bringe ich runter. So schnell ist ein Paket ausgepackt. Ich habe natürlich eine riesengroße Freude. Mann, ich muss dieses Zitronenduft endlich mal loswerden. Würde ich sagen, das Video hat hier auch ein Ende. Also ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein kleines Däumchen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Ich würde da mal sagen, bis dahin, macht es gut und ja, ciao!